What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel TF2. Heute als Sniper auf Double Cross. Im Grunde bei mir nichts Ungewöhnliches, da ich gerne Sniper auf Double Cross spiele. Allerdings, ich glaube, beim letzten Mal ist es auch schon passiert, wo ich hier gespielt habe auf der Map, dass ich richtig geraged bin. Irgendwie. Und das dürft ihr auch heute wieder erleben, denn meine Güte. Ihr könnt später im Chat unten mitlesen, worüber ich mich die ganze Zeit aufgeregt habe. Ich sag nur, es ist so, es ist der Grund, worüber man sich immer aufregt in TF2. In einem Teamspiel. Nun gut, so viel dazu. Ja, Zeugnisse sind verteilt worden, zumindest bei den meisten. Ich habe meins auch bekommen. Wie ich ja bereits sagte, 2 Fünfen in den 2 bösen Fächern von dem einen Lehrer. Ansonsten super Zeugnis. Ein komplettes Durchschnittszeugnis 3. Im Grunde also fast alle Noten 3. Einige 2, also ich glaube, ich habe irgendwie 2-2, 2-4 und dann noch 2-1. Und dazu die 2-5. Also, ich bin irgendwas so bei, ich bin vermutlich notendurchschnittlich bei 2,9 oder 2,8 irgendwo. Also muss ich sagen, ich bin zufrieden. Ich bin ganz zufrieden für meine mittelmäßige Leistung, die ich abgegeben habe. Und, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Im Normalfall ist es ja so, dass man sich nicht gerade über Zeugnisvergabe freut. Zumindest bei den meisten Leuten. Ich persönlich habe mich mein Leben lang immer schon auf das Zeugnis gefreut, weil ich einfach mein Leben lang nie Probleme in der Schule hatte. Dementsprechend ist mein Zeugnis auch mal relativ okay ausgefallen. Bis auf vielleicht 10. Klasse. Das war so. Nee, aber auf jeden Fall schönes Durchschnittszeugnis. Bin komplett zufrieden. Mehr wollte ich gar nicht, so wie ich es gemacht habe und dementsprechend. Weil immer mal wieder die Frage aufkommt, was ich denn überhaupt mache, weil ja die Frage wird halt immer mal wieder zwischendurch gestellt. Ich bin momentan in der Fachhochschule und mache meine Fachhochschulreife. Also Fachhochschule Technik. Nee, FOT. Fachoberschule Technik. Fachoberschule Technik. Ja, Gott. Gott verdammt nochmal. Fachhochschule ist, wo ich hin möchte. Und dafür brauche ich ja auch die Fachhochschulreife. Und ja, danach gehe ich studieren. Sagen wir es so. Im Grunde könnte man sagen, ich bin irgendwo 12. Klasse. Auch wenn ich irgendwie, ja. Also ich bin irgendwo 12. Klasse, aber irgendwo auch ein bisschen höher, aber auch irgendwo niedriger, keine Ahnung. Ich verstehe selbst nicht genau, wo die FOT genau eingeordnet ist. Also wenn man das jetzt aufs Klassensystem anpassen würde. Auf jeden Fall, danach gehe ich studieren und dementsprechend so sieht mein akademischer Weg aus. Auch wenn verspätet, weil Dummheiten im Leben gemacht wurden. Beziehungsweise nicht Dummheiten, sondern gewisse Sachen getan werden mussten, die getan werden mussten. Siehe meine Ausbildung, die ich nicht habe, weil ich sie abgebrochen habe. Was aber ein sehr privates Thema ist. Worüber ich eigentlich so reden könnte. Aber, na, ich will ja nicht zu viel Privates hier plaudern. Obwohl, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, damals. Wo das dann alles so schief gegangen ist mit Strenge und bla. Und Naja. So. Was habe ich denn auf meiner Liste heute stehen? Jetzt habe ich ja bisher nur so ein bisschen bla gequasselt. Ja, also wie gesagt, sagt mir noch in die Kommentare, ob ihr euch über euer Zeugnis auch gefreut habt oder ob ihr das eher mit, ja, mit Ehrfurcht, ängstlicher Ehrfurcht entgegengenommen habt. Ansonsten, sehr lustig, wie ich fand, als ich das gelesen habe, nämlich, bei Spiegel. Ich hatte euch ja vor, im letzten Video habe ich das ja erzählt, kein Lidl verkauft keine Coca-Cola mehr. Und was durfte ich dann auf Spiegel lesen? Lidl verkauft wieder Coca-Cola. Lidl hat sich mit dem Coca-Cola-Unternehmen geeinigt und, ja, ist jetzt wieder im Sortiment. Genau wie, das habe ich nämlich nicht gewusst, nämlich auch Sachen wie Fanta und, ja logischerweise Coca-Cola Light und solche Geschichten wurden auch verbannt, aber auch Fanta und Sprite, obwohl Sprite weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Fanta wurde auch verbannt. Und ich kenne viele Leute, die gerne Fanta trinken, wobei ich persönlich Fanta hasse. Ich trinke es einfach nicht gerne, schmeckt einfach scheiße. Genau wie Sprite. Sprite ist das ekligste Zeug, was jemals erfunden wurde. Ich meine, es ist widerlich, das Zeug. Aber naja, meine persönliche Meinung kennt man ja. Also auf jeden Fall, Coca-Cola ist wieder im Sortiment. Ihr könnt also wieder beruhigt in Lidl gehen. Ihr müsst den Lidl nicht mehr boykottieren, weil es keine Coca-Cola mehr gibt. Und dieser Heavy, ich habe ihn zweimal erwischt. Beim dritten Mal nicht. Aber zweimal habe ich ihn erwischt und es hat nicht gezählt. Bin mir sogar ziemlich sicher. Und aua. Ansonsten, momentan gucke ich ja viele Serien. Obwohl, viel kann man nicht sagen. Aber ich gucke ja meine Serien momentan. Also neben Naruto und Community. Community geht morgen weiter, da freue ich mich schon extrem drauf. Leider ist Community auf Hiatus gesetzt danach. Das heißt, es geht erst am 27. Februar war das, glaube ich, geht das jetzt weiter. Was natürlich für mich persönlich ein Schlag in die Eier ist irgendwo, weil ich diese Sendung einfach so abgrundtief liebe.
Und dazu muss einfach gesagt sein, die letzte Folge Community ist wirklich das abgrundtiefst geilste Ding, was ich je im Fernsehen gesehen habe irgendwie. Habt ihr schon mal, als kleine Kinder habt ihr doch sicherlich Floor is Lava, also der Boden ist Lava gespielt. Und die haben das umgesetzt in der ganzen Community-Schule. Mit allen Leuten. Das ist nämlich so, dass Troy verlässt Community für immer. Troy ist nicht mehr in Community drinne. Und das ist halt jetzt die Abschiedsfolge gewesen für Troy, wo es halt darum ging, dass Abed nicht mit dem Stress zurechtkommt, dass Troy die Gruppe verlässt. Und ja, dementsprechend lässt Arvid durch den, mit Hilfe des Deans, also mit Hilfe des Studienleiters, ein Spiel Hot Lava, also der Boden ist Lava, in der ganzen Schule stattfinden. Und er setzt sein, als Preisgeld für die letzte Person, die noch lebt, gibt es Arvids $50.000 Comic. Und dementsprechend die ganze Schule macht mit und sogar richtig heftig. Also es ist wirklich, es ist eine geniale Umsetzung eines Kinderspiels. Es ist einfach perfekt. Ich meine, die ganzen Spezialfolgen, die habe ich euch ja schon mal erzählt. Halloween und Weihnachtsfolgen, die Paintball-Folgen, die, Gott, was war da noch? Die Dungeons and Dragons-Folge, die ganze Sonnenkammer-Geschichte mit Troy in der, in der Fakultät für Klimaanlagenreparatur, was einfach nur mit eines der auch coolsten Storystränge überhaupt ist, irgendwo. Aber Floor ist Lava, der Boden ist Lava, das haben sie einfach, ich find's persönlich, haben sie so geil umgesetzt. Und die schauspielerische Leistung ist einfach perfekt. Und ja, man sieht, ich spreche schon wieder so viel über Community, ich liebe diese Sendung einfach. Diese Sendung ist einfach, das habe ich jetzt auch im Internet gelesen, es gibt, ich bin nicht der Einzige, der hier so von Haus zu Haus und den Leuten sagt, guck diese scheiß guck diese geile Sendung, nicht scheiß Sendung, sorry, das im Affekt gesagt. Ich bin nicht der Einzige, sondern sehr viele Leute, sehr viele Community-Fans machen das. Einfach weil Community auch so viele Popkultur-Referenzen hat. Zu allen möglichen Filmen werden immer wieder die Sachen aufgegriffen. Auch in der fünften Staffel, zweite Folge oder erste Folge sogar. Wo aufgegriffen wird von iRobot zum Beispiel. Diese Szene, wo der Verstorbene bei iRobot spricht, durch dieses Hologramm. Und das haben sie halt auch umgesetzt da mit Pierce, weil Pierce ist ja nicht mehr dabei. Dass Pierce dann durch das Hologramm spricht, genau wie die bei iRobot. Solche, das sind zum Beispiel Popkulturreferenzen. Oder auch Meta-Jokes und Punchlines und diese Sendung hat so viel und die sind so gut umgesetzt und deswegen lieben so viele Leute Community. Und deswegen wünschte ich, dass ihr es auch lieben würdet. Ich wurde jetzt einmal angeschrieben, ich hatte ja vor einiger Zeit meinen Namen WeWePilot. Und einer hat mich angeschrieben. Einer hat's verstanden. Da muss ich auch nochmal sagen, wenn du das hörst, großen Dank dafür, weil das ist das erste Mal, dass jemand wirklich den richtigen Sinn meines Namenskürzels begriffen hat. Normalerweise schreibt er immer irgendwie Sachen rein, die ich halt irgendwo aufgreife durch momentane Erlebnisse oder whatever oder durch berühmte Sendungen, keine Ahnung. Und einer hat es mal geschafft, das zu erraten, woher der Name kommt. Und zwar WeWePilot ist die erste Community-Folge der fünften Staffel. Also quasi der Neu-Neuanfang. Und hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Habe ich richtig hart abgefeiert, ehrlich gesagt. Und dieser Spy steppt mich, steppt den anderen Sniper, aber nicht den Medic. Es ist nicht zu, es ist doch nicht zu glauben, oder? Es ist doch einfach nur peinlich. Naja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, muss man sich angeschaut haben, Community. Weil, also ja. Entschuldigung, ich habe gerade die Faden verloren. Leicht. Zum Beispiel dritte Folge, Nicolas Cage. Arbeit analysiert gerne, sage ich jetzt mal, um das kurz zu halten, weil ich will nicht zu viel spoilern und auch nicht zu viel von dem anderen. Und Nicolas Cage, also Arbeit nimmt halt einen Kurs bei Nicolas Cage, good or bad, also gut oder böse. Weil jeder, der mal einen Nicolas Cage-Film gesehen hat, der weiß, der Typ ist total durchgeknallt. Der ist entweder extrem gut, extrem böse oder ist irgendwas dazwischen. Kritiker sind sich nicht einig bei Nicolas Cage. Und das haben sie halt umgesetzt mit Arbeits kranker Fantasie. Also Arbeit ist ja ein bisschen verrückt. Und haben Arbeit halt analysieren lassen und der Arbeit ist total durchgerät. Was genau passiert, sage ich natürlich nicht. Auch wenn ihr das vielleicht niemals gucken werdet. Ich werde es trotzdem nicht spoilern. Einfach weil man nicht spoilert. Nicht zu viel spoilert zumindest. Floors Lava ist natürlich eine andere Geschichte. Wobei ich habe da auch nicht gespoilert. Ich habe nur gesagt, worum es ging. Nicht wie es ausgegangen ist und whatever.
Ansonsten, das muss ich jetzt auch einfach nochmal erzählen. Für alle die, die vielleicht geguckt haben und vielleicht auch schon weit sind. Es ist so, dass Shirley in der dritten Staffel, glaube ich, ihr Baby bekommt. Und zwar früher als erwartet. In der dritten Staffel studieren sie alle Anthropologie. Und es hat sich jetzt herausgestellt, in der fünften Staffel, durch so eine Art Lügendetektorbefragung, ich sag nichts weiter dazu, dass Annie tatsächlich, weil die Gruppe am Einschlafen war, kurz vor der schweren Anthropologieprüfung, hat Annie denen ein medizinisches Amphetamin in den Kaffee getan. 5 Gramm. Amphetamine machen wach. Das ist, ich sag mal einfach mal Speed, die Droge. Ist auch ein Amphetamin. Macht wach. Und Annie hat den allen Amphetamine ins Kaffee gepackt, damit die durch die Nacht lernen können, damit die Prüfung schaffen. Fazit ist, es ist spekuliert, es ist nicht bestätigt oder so, aber das wird auch nie bestätigt werden, weil das ist einfach zu dunkel für die ganze, für Community einfach. Es ist wohl so, weil Annie den Amphetamin verabreicht hat, dass Shirley ihr Kind zu früh bekommen hat. Und das ist einfach nur heftig. Das ist einfach nur richtig heftig. Ergo, übrigens, so Fazit aus der ganzen Geschichte, als sie die Arbeit geschrieben haben, die Noten bekommen haben, hat Professor Duncan, die haben nicht die Arbeit geschrieben, sondern einfach gesagt, ja, ihr kriegt alle ein A, so alle kriegt eine 1. Und Annie fragt dann halt so, das ist halt in der dritten Staffel, wie gesagt, erst in der fünften Staffel wird's aufgeklärt, dass sie ihnen allen Amphetamin gegeben hat, dann in der dritten Staffel sagt Annie dann bereits schon, aber ist es nicht etwas unfair für all die Leute, die jetzt ganz viel für die Arbeit gelernt haben, und Professor Duncan sagt einfach, bewerft sie mit Papierkugeln, bis sie sich wieder hinsetzt. Und dann sagt er doch einfach, ja, ihr kriegt jetzt alle eine 1+. Dementsprechend hat das gar nichts gebracht und Shirley hat deswegen ihr Kind zu früh bekommen. Ich habe das übrigens sehr hart gefallen und war extrem erstaunt, als ich das gelesen habe im Internet. Einfach nur, ich bin schockiert gewesen. Total schockiert. Und vor allem, ja, einfach nur schockiert gewesen. Einfach nur schockiert. So, und dann kommen wir jetzt noch zu der letzten kleinen Sache. Ich weiß, wir sind schon bei 12 Minuten. Das wird voraussichtlich irgendwie auf 15 Minuten auslaufen. Auch wenn ich das gar nicht wollte. Sollte meine Themen wirklich ein bisschen kürzen. Obwohl, ich habe heute wirklich nur über Community geredet. Auf jeden Fall, Parks and Recreation ist auch so eine Community-Central-Serie. Und, wie soll ich sagen? Diese Sendung ist richtig geil. Parks and Recreation, schaut es euch mal an. Es geht da um, oh Gott, also die Namen habe ich noch leider noch nicht drauf, muss ich sagen. Bei der Sendung. Ich bin auch gerade als zweite Staffel. Es gibt 6 Staffeln bereits. Im Grunde, ganz easy peasy. Es geht um eine nette ältere Dame. Okay, ältere Dame nicht, also so eine Dame so 30, 40. Die möchte gerne in einer Baugruppe einen Park bauen. Und im Grunde darum dreht es sich die ganze Zeit. Es geht halt um das Grünflächenamt, wo sie drin arbeitet. Mit Ron Swanson, der einfach nur abgrundtief lustig ist. Mit seinen Moralvorstellungen von Behörden. Dass Behörden nämlich am besten gar nichts tun sollten. So ist es im Grunde. Und auch mit seinen Ex-Frauen, jetzt habe ich das in der Staffel gesehen oder zweiten jetzt. Oh mein Gott, mit Ron Swanson hat 2 Ex-Frauen. Beide heißen Tammy. Und seine Mutter heißt Tammy. Lasst das mal wirken, Leute. Und ihr könnt euch schon vorstellen, also wie das mit Ron dann irgendwann weitergeht. Also, man hat jetzt seine Ex-Frau kennengelernt. Eine. Die arbeitet in der Bibliothek. Der bösen Bibliothek. Naja. Und es geht natürlich viel um Liebe, um Verletzungen, um total durchgeknalltes. Es ist eine reine Comedy-Serie. Es ist nach Community auf jeden Fall auf Platz 2, was Comedy-Serien bei mir betrifft. Weil die Serie, wie bei Community lache ich auch bei Parks and Recreation bei jeder Folge. Einfach weil es immer wieder lustig und unerwartet ist. Zum Beispiel, wenn die Dame auf ihr erstes Date, die hat Angst vor ersten Dates und dann spielt sie das mit ihrer Freundin durch. Also, oder eher gesagt, die Freundin spielt das mit ihr durch. Und, oh mein Gott, das ist so viel, allgemein, das ist so viel Fremdschämen. Das glaubt ihr nicht bei der Sendung, aber dieses Fremdschämen ist einfach so gut umgesetzt. Also auch von mir für Parks and Recreation eine volle Empfehlung. Bitte schaut es euch an, genau wie Community. Ich kann es euch immer nur wieder ans Herz legen und das wird auch vermutlich das letzte Mal, nee, das letzte Mal wird es nicht sein, weil ich immer mal wieder von den neuen Folgen erzählen werde. Da werdet ihr nicht drum herum kommen, einfach weil ich es gerne habe und weil ich gerne darüber rede. Nee, aber ich kann euch wirklich nur sagen, guckt euch das mal an, weil abgrundhoch, die beste Folge ever. Und, naja, so viel zum heutigen Display. Ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, kommt hier ein Like. Das hat mich extrem angekotzt, diese Stelle.
Oh mein Gott, habe ich das angekotzt. Nee. Auf jeden Fall kommentiert, like, wenn das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.